Moin Gamers, hier ist Bucky. Heute zeige ich euch, wie ihr schnell den dritten Season Pass abschließen könnt und damit auch im Nu an den bis PvE, Ohrring und stillbarer Durst kommt. Ich werde mit euch dann einmal gemeinsam den Season Pass durchgehen. Mit der Taste F9 kommt ihr dann in den Season Pass. Und hier in der Reihe der Belohnung seht ihr dann, was ihr dann so bekommen könnt. Das sind Taler, Gipskugeln, Kisten, hier den Fußlappen des Akrobaten, Artefakt, Füße. Und dann bei Level 100 gibt es dann das Artefakt Unstillbarer Durst, welches der Bissohrring halt an den Schmuckstücken halt ist. Was braucht ihr nun dazu, um den Season Pass schnell zu leveln? Der Schlüssel ist das richtige Gebiet. Ich befinde mich hier im Gebiet Kuroks Anker. Und hier gibt es viele Mobs, die den Mobtyp Biester haben. Der kommt häufig in dem Season Pass vor. Außerdem gibt es hier drei benannte Gegner und noch einen Spot, wo es Sporen gibt. Wenn ihr jetzt einmal auf die Aktivitätenkarte des Season Pass schaut, müsst ihr danach suchen, dass ihr 3 bis 4 Arten von Aufgaben findet, die ihr ziemlich schnell erledigen könnt. Das sind zum Beispiel, tötet 10 Gegner mit einem bestimmten Waffentyp, zum Beispiel Magie, Nahkampfschaden, zweihändiger Schaden, dann noch tötet 10 Biester oder zerstöre 5 Gegenstände oder sammle eine Spore oder spiele 2 Lieder oder auch töte 1 oder 2 benannte Gegner. Wenn ihr weniger als 4 von den Aufgaben auf einer Karte habt, dann würfelt die Karte am besten neu aus. Das könnt ihr unten links in dem Bereich machen. Beim ersten Mal ist das umsonst und danach kostet das ein bisschen Azot. Die Kosten erhöhen sich dann auch, wenn ihr die Karte nochmal neu auswürfelt, aber die setzen sich dann auch wieder zurück, wenn ihr die Karte abschließt. Wenn ihr 4 Aufgaben auf der Aktivitätenkarte erfüllt habt, könnt ihr diese 4 stempeln und könnt diese Karte dann abschließen. Danach bekommt ihr dann eine neue Karte. Oder ihr könnt auch gucken, dass ihr auf der Karte reinbildet und da bekommt ihr sogar Bonus XP. Und ebenso bekommt ihr hier einen Joker. Den Joker könnt ihr dann auch so einsetzen, dass ihr dann auch wieder eine Reihe voll bekommt und dann wieder einen Joker bekommt. So gibt es dann auch Konstellationen, dass ihr mit 3 angesparten Jokern und nur 4 abgeschlossenen Aktivitäten eine komplette Karte abschließen könnt. Das sind dann insgesamt 16 Stempel und ihr könnt sogar 6900 XP dann mit einer Karte bekommen. So, wenn ihr das Ganze halt solo macht, dann dauert das natürlich auch seine ganze Weile, halt auch länger, als wenn ihr euch wie ich hier eine Gruppe sucht. In der Gruppe werden die Mobs natürlich viel, viel schneller getötet, ebenso haben die Leute halt auch unterschiedliche Waffen halt dabei. Apropos Waffen, ihr solltet auch gucken, dass ihr von jedem Waffentyp eine Waffe dabei habt. Also Fernkampfwaffen, da unterscheidet der Season Pass halt magische Waffen oder halt Bogen und Schusswaffen. Nahkampfwaffen oder halt beidhändig und einhändige Waffen. Je nachdem, wie gut ihr beim Stempeln seid und ob ihr das solo oder in der Gruppe macht, seid ihr dann in ein paar Stunden durch. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich um einen Daumen in nördlicher Richtung freuen und lasst mich doch bitte wissen, wie schnell ihr im Season Pass vorangekommen seid. Ich wünsche euch noch viel Spaß und einen geilen Loot. Ciao!